In den vergangenen 2 Millionen Jahren ist die Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Atmosphäre nie höher gewesen als jetzt. CO2 und weitere Treibhausgase werden vor allem durch die Verbrennung von fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Braunkohle freigesetzt, durch die Benzin hergestellt oder Kraft- und Stahlwerke betrieben werden. Die Gasmoleküle bleiben innerhalb der Atmosphäre und können nur zu einem minimalen Bruchteil durch Pflanzenphotosynthese wieder in Sauerstoff umgesetzt werden. Doch durch die Mengen ausgestoßener Treibhausgase ist unser Planet unsagbar überlastet. Sie verdichten sich und wirken wie eine Sperre, sodass die Wärme sich in der Atmosphäre staut und zur Erde zurückgeworfen wird. Es wird wärmer. Was bedeutet das? Die Jahreszeiten verändern sich. Hitzewellen im Sommer werden häufiger, was wir bereits jetzt schon sehen.